Wir haben das Testvideo von gar nicht angeguckt, oder? Doch. Doch. Gut. Biber wollen wir nicht. Belip und Kiddy. So, die beleuchteten Brüder. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir Game Over sind mit diesem Spiel. Hab ich gerade schon gesagt. Ach so. Ich dachte mal, es ist für heute. Hier, wir sind zurück. Läuft das Video? Ich glaube ja, guck mal. Ja. Willkommen. Und nicht nur willkommen, liebe Zuschauer, sondern auch willkommen, Zuschauer, Mr. Katafi. Oh, ich hab ihn direkt gegeben. Hast du gesehen? Und Lilly Oriana AP. Aus dem Hintergrund. Wie geht es euch? Gespannt. Ja, wir fiebern mit. Gespannt ist doch kein Gefühl. Ist es anders, die Videos so zu gucken als online? Ja. Ja, doch. Ein Glück. Aber ihr freut euch jetzt bestimmt noch mehr, die dann auch online zu sehen. So geht es mir zumindest. Ich werde mir das alles nochmal angucken. Ach, das war das. Vorsicht, zwei, drei jetzt wieder. Und dann ist aus. Griff. In seine grinsende Fresse. Ah, Mist. Nochmal 3, 2, 3. Ja, 3, 2, 3. Erst 3, ne? Also erst am Rand. Ja. 2, 3. Und das Gesicht. Und jetzt macht er nämlich hinten vorne, hinten vorne. Sehr gut. Oh nee. Boah, Junge, du gut gemacht. Aus allen, gut gemacht. Hüten. Das stimmt. Was? Oh, ganz nach außen muss man sagen. In die Mitte und ganz nach außen. Ist echt mies. Und dann auch nochmal den Dreier und dann nochmal den Zweier. Boah! Oh, ich hätte wetten können, er ist jetzt fertig. Kann ich dann nochmal? Muss dann einer von euch mitschreiben. Muss einfach außen stehen bleiben. Macht das noch 50 weitere Mal und ihr könnt es wieder. Und das ist einfach wieder Memory. Das hat ja nichts mit schnell. Ach, scheiße! Das ist unschaffbar. Da sieht man mal, was für Bedingungen wir hier arbeiten. Ja. Hallo? Ihr habt auch gleichzeitig. Gleichzeitig gegenseitig getroffen. Der ist gar nicht so leicht. Wie wär's denn jedes Mal für ein Spiel? Nein, wir können das nicht. Das ist eine ganz gute Idee. Wir sind gut im Zugucken. Genau. Und schlechte Kommentare geben. Ja. So, doch selber erfolgreiche Let's Player. Wie müsst ihr das auch absolut können? Absolut. Völlig erfolgreich. Erfolgreich 100.000 Mal gestorben bei Super Mario. Weil runter, ist ja, runter, genau. Erfolgreich ist ja kein Argument. Das ist ja, heißt ja nicht, im YouTube erfolgreich sein, ist ja nicht erfolgreich in Spielen sein. Doch, das vor allem in jedem Spiel. Doch. Einfach ja. Doch, ist so. Doch. Nicht so. Wisst ihr noch, wie es eben angefangen hat, der Horror? Na, nee. Zwei doch, links, in der Mitte. Zwei rechts. Genau, zwei links, zwei rechts. Geh nach unten mit dem Stab. Ein Stab? Ja, ich weiß auch nicht, aber er hat mich verstanden. Gut. Das ist der Trick. Jetzt kommt das Schnelle, ne? Das Schlimme. Und jetzt muss ich erst in der Mitte bleiben und dann ganz nach außen. Genau. Und dann? Und dann geht's wieder 3, 2, 3. Jetzt nach außen. Nach außen. Nee. Jetzt nach außen. Jetzt nach außen. Genau. Stimmt. Oh Gott, und jetzt nochmal. Oh Gott, wie gemein. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, oder? Nee. Doch, doch. Schieß. Hab ich. Doch, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn kaputt gemacht. Er ist explodiert. Und ich habe gewonnen. Das war so ein Shootout, wo sie beide gegenseitig erschießen. Aber zum Glück hatte ich noch einen Klon, also dich noch. Ich bin kein Klon. Nee, aber du bist sozusagen, hast für mich überlebt. Das wusste er nicht. Bin ich jetzt wie auf dieser Karte? Nee, das kannst du in dem Moment. Hier hin zu Razor Ridge, das ist glaube ich die letzte Welt. Kannst du mal nur nicht sehen, wie schlecht man diese Karte da sehen kann. Kann man ganz gut sehen. Buzzer Barrage. Holt ihr eigentlich auch noch die ganzen Secrets? Ja. Nein. Ich merke, ihr seid wieder einer Meinung. Sehr gut. Hier ist wieder und der Pazifisten-Papagei. Ja. Das Bananas sammeln. Oh, merkt ihr die kühle Brise? Ja. Oh, es tut richtig gut. Okay. Ja, auch. Da kann er gar nicht. Mach gleich links auf den Vogel dann. Nein. Ja, das ist gut. Oh, nee, nee, nee. Da oben ist es respawned. Weil muss der ich hat was auch ein gedrückt richtig. Halten? Y. Das, gedrückt das, halten, ja. Meine ich. Jetzt auf den Vogel links. Auf den Vogel ist links. Eine Kettensäge. Welchen Vogel denn? Links ist da, wo links ist. Den Vogel links. Das ist der Vogel links. Weil der Vogel ist das. Und der ist links. Und da schmeißt du ein Fass drauf. Warum denn, Mann? Weil diese dicken Vögel immer ein Goodie haben. Wie wär's, wenn du das mal besser erklärst? Statt immer nur dieselben Worte dumm zu wiederholen. Ich frag mich echt so oft, auf wessen Seite du eigentlich stehst. Er hat ja mal gesagt, er findet King K. Rool nicht so schlecht. Oh, der ist unzerstörbar. War ich das? War das nicht Pong? Nein. Obwohl, ich finde King K. Rool nicht so schlecht. Es gibt schlimmere Despoten.
Zum Beispiel Mike Tyson. Bowser, Mike Tyson, Cleopatra, Kanye West. Was hat dir Cleopatra je getan, Kanye West? Ich glaube, das ist ein Despot. Du bist so doof, ey. Also ich würde dir nicht beim Let's Playen zugucken. Hab ich ja auch nicht. Die ganzen Sachen, die du alleine gemacht hast, habe ich mir nie angeguckt. Du bist echt ein Hintergänger. Naja. Ich hätte es auch nicht geguckt, wenn du was gemacht hättest. Wirklich nicht? Nee. Das wäre richtig gut gewesen. Glaube ich nicht. Geh mal unter den Vogel. Ja, ich will doch erstmal nach dem Fass gucken. Du bist jetzt unter dem Vogel. Vogel links. Toll, und damit soll ich den jetzt umbringen, um eine neue Bärenmünze zu kreieren. Das ist das K, das ist dir immer sehr wichtig. Wirklich. Was sind das eigentlich für Jungs? K wie Kloßbrühe. Kloßbrühe fängt mit K. Ja, sag ich doch. Kann ich den roten? Kann ich nicht. Nee, du musst an dem roten vorbei, auf den grünen. Nein. Wo warst du denn eigentlich? Ich bin in den Vogel links geflogen. Speicherfass? Ich entnehme aus deinem Lachen, nein. Wir sind noch recht neu in dieser Welt. Guck mal, man kann hier gar nicht das Fass nicht nehmen, wenn man keinen Bock auf seinen Partner hat. Das zwingt einen zur Partnerei. Da hetzt jetzt einer durch. Die eine Banane lasse ich da. Was war denn so der schönste Tag eures Lebens? Oh Gott. Ach du Schande. Ich will jetzt fragen. Oh Gott, die Frage ist richtig. Abgesehen von heute. Nein, ja, heute. Heute. Ja, ganz klar heute. Ja. Ja, einer, den ihr schon zu Ende abgeschlossen habt. Gestern. Gute Antwort. Der war zwar nicht so gut wie heute, weil du nicht da warst, aber... Das stimmt. Vielen Dank. Das wäre sogar besser gewesen. Viel Applaus. Viel Applaus. Ist es Best of Baddies oder Find the Coin? Beides. Du musst immer den Coin finden, das ist immer das Prinzip. Ich bin hier der Wasserträger, nur dass es ein Fass ist und kein Wasser. Jetzt habe ich irgendwie inzwischen schon wieder ein bisschen Bock auf Chili. Oh Gott. Boah, ist das... Das machst du aber richtig gut, als wärst du selbst der Vogel. Wie du den, immer den Hintern hinhältst. Ja. Und sagst, verreck dran. Gut gemacht. Es gibt noch bestimmt noch mehr. Noch 17 Sekunden. Boah. Boah, der war fies. Jetzt unten bestimmt in der... Da. Da. Geblatt. Hast du gut gemacht. Biber macht's richtig, nackt. Alles kaputt. Was war denn dein schönster Tag? Gut, gestern. Null gefragt. Schönster Tag. Sehr gute Frage, ne? Ja, ich glaube, die kann ich nicht fragen. Das ist wirklich schwierig. Das ist eine schwierige Frage. Das ist auch keine... Es gibt viele schöne Tage. Ja, aber das zwingt einen, sich mit seinen guten... Erlebnissen auseinanderzusetzen. Ja. Und das ist gut. Es gibt, glaube ich, mehr schlechte Tage als gute. Das glaube ich kaum. Das glaube ich auch nicht. Bei einem. Oh. Weißt du, das lohnt sich oder das ist nur das da? Nur das da. Und es lohnt sich. Ja, das ist schon wieder beides. Wie eben mit dem Baddy. Was, haben wir schon wieder nur Leben? Ich glaube schon. Gibt's doch nicht. Und ihr habt nicht gespeichert nach dem Endgegner? Ein Grund mehr nicht zu sterben. Ja. Du musst es auch drücken! Ja, ich mache immer den falschen Knopf, Mann. Habe ich jetzt so gemacht? Ja, du hast gemacht. Seid live dabei, wenn die Brüder cheaten. Ja. Hab ich das jetzt geschafft? Ja, du hast es gut gemacht. Aber ich mach's auch ganz gut. Du cheatest gut und ich spiele gut. So ergänzen wir uns. Hast du mal rechts geguckt, was da so geht? Nee, noch nicht. Das ist bestimmt der richtige Weg da. Nix. Ja, noch 20. Ach, noch 3 Leben. Was lügen uns unsere Gäste hier dreist in die Gesichter? Ja, damit ihr euch mehr anstrengt. Ja. Ja, das zweckheilig die Mittel, oder was? Sollte motivieren, irgendwie. Ihr zwingt uns zum Cheaten. Ja, das auch. Hoch.
Wow. Knapp. Ich bin mega konzentriert, ihr drei müsst für mich reden. Es ist eine schwierige Aufgabe, zu dritt für mich zu reden, das weiß ich. Aber, ich bin aber wenn man es irgendwie schaffen kann, dann nur zu dritt. Das ist das Mittelspeicherfass. Langes Level. Ja. Ist auch die schwere letzte Welt. Oh, er kommt hier hinten. Nein, oh! Oh mein Gott. Aber eine Bärenmünze gesammelt. Was da in der Mitte wohl ist? Nein, no, das ist nichts. Sicher? Ja. Ich würde lieber nochmal nachgucken. Nein, da ist nichts. Das machen wir nicht verrückt. Erst die Chilis, dann nur Leben und jetzt da, eine Banane. Ganz viele Bananen. Ganz viele Bananen. Das hat sich auch gelohnt. Das hat sich gelohnt, dafür zu sterben. Ich bin noch am Leben. Noch? Pong, da hoch oben ist das super Fass. Alter, und damit soll ich... Achso, ich kann auch auf der Seite runter. Muss erstmal den töten und dann runter. Genau. Das kommt wieder, ne? Ja. Ui. Und wie muss ich das gleich werfen? Das rollt ganz langsam unter Wasser, ne? Unter Wasser? Wir sind gar nicht unter Wasser. Du musst es einfach über ihn fliegen und nach links werfen. So? Ja. Ja, jetzt hat er das fast wieder vergessen. Hä? Das ist doch genau auf seinem Kopf gelandet. Er hat doch ein Schild. Ja. Nein, er ist nicht auf seinem Kopf gelandet. Du musst es ein bisschen nach vorne. Hoch, über ihn, über ihn, über ihn! Ach, da ist eine Wand. Entschuldigung, ich habe die Wand nicht gesehen, okay, weil die Grafik so scheiße ist. Ich dachte, das rollt einfach straight weiter. Oh, das ist aber schon das schwerste Fass. Also, nicht das ein Wasserfall? Ich weiß nicht, welches du meinst. So geht's natürlich auch. Stabiles Schild. Ich muss mich auch wundern, dass ihn alle vereinfassen nach dem nächsten. Was ist denn da los? Du musst ein bisschen nehmen. Du hast gesagt, ich soll über ihn loslassen. Ja. Hast du gesagt? Ja. Aber er hat ja schon zweimal nicht geklappt. Er hätte es ja auch mal eigentlich. Ich vertraue dir halt sehr. Auch wenn du offensichtlich. Jetzt zurückfliegen, genau. So machst du das gut. Tada! Da ist sie schon. Oh, das war fies. Das war ein aber auch Rotoren da. Naja, jetzt müssen wir das nicht nochmal sammeln. Das war schwer, das einzusammeln. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das hat mich einiges an Mühe gekostet. Klatsch ab. Kann mal jemand die Tür bitte öffnen? Vielen Dank. Voll geschimpft. Echt so gefälligst. Na links. Jetzt warte. Warte. Runter. Ja, noch einer. Die Musik ist auch very tense. Findest du? Ja. Das ist ein bisschen ruhig, aber. Das ist deine Lieblingsvideospielmusik, ja? Nein. Hast du doch mal gesagt? Nein. Das ist schon ein spannendes Level. Oh nee. Kann den musst du bedenken mit einem Fass. Oh nee. Bedenken. Also. Super! Warte, guck nicht nach rechts. Ich soll nicht nach rechts gucken. Nein, das hat mich richtig abgelenkt. Ich weiß nicht warum. Oh nein! Und niemand wird wissen, was gerade passiert ist. Extremer Tension-Moment. Und dann lachen. Ach, fuck. Vor allem erst Stille, ganz lange nichts passiert, dann lachen alle und dann stimmt. Das lässt sich nicht erklären. Aber nicht niemand. Wir beide werden es wissen, wenn wir das wissen. Ja, das stimmt. Und ihr auch beide. Gut, das nee, wir nicht. Nicht unbedingt. Man vergisst viel. Wo ist das K? Das war dem Vogel am Anfang, dem Vogel links. Warum hast du das nicht geholt? Ich habe keine Lust mehr. Online. Du hast vorher noch festgestellt, dass mir das so wichtig ist. Und dann hast du dich doch dagegen entschieden. Stimmt, tut mir leid. Dann glaube ich irgendwie. Voll rücksichtslos. Krokodile mit Propellern. Ja, das sind so Kremlins, genau. Die haben so eine krasse Fliegerausrüstung, Alter. Nee. Oh, ich bin so ungeduldig. Ja.
Die Ungeduld in Person. Ja. Aber der Pazifisten-Papagei ist jetzt gar kein Pazifisten-Papagei mehr. Nee, er tötet ziemlich krass. Ja. Oder hat das schon gesagt? Aber er tötet indirekt. Der andere macht sie aus seinem Drachen heraus. Okay. Gut, aber wenn du jetzt ein Fass nimmst und jemanden damit erschlägst, hast du dann auch indirekt getötet? Nur weil es nicht aus deinem Mund kam? Zumindest nicht mit bloßen Fäusten. Macht der Papagei ja auch nicht. Ach, das ist Teil 2. Da sind zwei. Nee, wir mussten, er macht mit bloßen Keksen. Ja. Du musst zwischen den Beinen hochfahren. Alles klar. Genau. Boah, der fliegt aber tief. Du musst das Fass bestimmt mitnehmen. Nein. Das können die unmöglich verlangen. Falla. Guck, du musst das Fass mitnehmen. Nee. Ist hier oben noch was? Nee, aber gleich kommen die Jungs. Oh, du Ungeduld, Person. Ich war nicht ungeduldig, ich war nur schlecht mit der Steuerung. Ich muss sehr dringend pieschen. Ich glaube, ich mach das. Kannst du ja. Aber das Video ist noch gleich zu Ende. Bärenmünzen, Hülle und Fülle. Ja, echt. Damit können wir uns die Wand tapezieren. Wie heißt denn das hier? Banjo-Kazooie. Mach ich wieder. Nee, Banjo-Kazooie ist das nicht. Diese ganzen super Bonus-Münzen mache ich wieder offscreen, oder? Welche denn? Wir haben doch alle. Wir haben nicht alle. Wir haben auch nicht alle DK-Münzen. Manchmal haben wir doch das eine oder andere Bonus fast übersehen. Ja, bitte, mach das. Ich will damit nichts zu tun haben. Jetzt. Runter. Ich muss jetzt zwischen den beiden Jungs durch teleportieren. Teleportieren ist es nicht wirklich. Gut gemacht. Warum müssen die immer so viele neue Gemeinheiten da einbauen? Töte dich doch. Ich soll mich töten? Da ist ein Fass. Kann ich dich gleich wiederholen. Ist gut für die Freude. Alter, wie die Kamera wackelt, ne? Nur weil er Flügel schlägt. Was ist denn mit ihm los? Fliegt der da einmal ganz im Kreis rum oder was ist mit dem Irren? Ja, ich glaube, der fliegt da einmal im Kreis rum. Krasser Typ. Go. Gut. Mann, du siehst den hier? Die hat nicht mal Michael Mittermeier auf der Pfanne. Krass. Der ist auch Spezialagent in diesem Spiel. Kannst du das Fass noch mitnehmen zur Sicherheit? Nein! Nein! Lass es da oben, Mann! Rechts unter der roten. Ist da was? Nee, schade. Das war völlig klar. Dass da nichts ist. Ist so einfach, ne? What is up there, down there? Da hast du. Siehst du, du brauchst jetzt das Ding nicht. Das ist aus Stahl. Das tut mir weh. Hier, guck mal, ich nehm den. Ach, nee, ich brauch eigentlich den gar nicht, aber das ist der einfachste. Und er hat das G in sich. Ja. Spannend. Total. Ist nicht immer nur irgendwie so haha, Spaß, Comedy bei den Brüdern. Ist auch Spannung, Spiel und Spannung. Schokolade. Nein! Schokolade. Fliegt unter ihm, ne? Nicht über. Ja, na klar. Na klar. Na klar. Nacktstrand. Das wollte ich. Entschuldigung. Nacktstrand? Der Strand ist nicht nackt. Aber ein Strand für nackt. Da hast du gerade gedacht. Oh, damit habe ich nun beim. Die sind krass am Choreografieren. Echt nicht mitgerechnet. Dead Lefty Soße in the house. So. Du musst hier so entlang. Genau. Gut gemacht. Kannst du rechts vorbei? Wow. Nein. Ja. Hier, Mr. Pigeon ist weg. Wir haben es geschafft. Oh. Oh! Wie mies. 50-50 würde ich sagen. Jetzt ist das Video aus. Eine gute Länge von 19 Minuten und 20 Sekunden. Kannst du nochmal speichern gehen? Kannst du das machen? Ich finde das nicht. Ach so. Ich möchte mich bedanken. Bei? Der Bierflasche. Oh, die ist unter... Jetzt spielt sie schon wieder! Die ist unterm Sofa. I'm on my last life and you break it life and you're breaking my concentration. Das ist schlimm, die Bierflasche ist unterm Sofa. War noch was drin? Nee. Nee, ist egal.